Darf eine Frau, die zur Bedingung gestellt hat, dass ihr Ehemann keine zweite oder dritte Frau heiratet, kann sie von dieser Bedingung zurücktreten? Die Antwort ist ja. Kann sie. Sie kann sagen, ich erlaube es dir. Denn auch wenn er heiratet, hat sie die freie Wahl. Sie kann sagen, es ist in Ordnung. Oder sagt, nein, du hast den Vertrag gebrochen. Und dann darf sie die Ehe auflösen. Und er muss Mahar bezahlen. Alles. Aber sie muss es nicht. Sie ist nicht gezwungen. Sie kann sagen, ist okay, ich verstehe das, habe die Meinung geändert. Wir haben eine ganz andere Situation. Subhanallah, ein jemenitischer Bruder hat mir folgende Geschichte erzählt. Er sagte, es gab eine Frau im Jemen, die hat mit ihrem Ehemann glücklich gelebt. Und Subhanallah, er war gut zu ihr und sie war auch sehr gut zu ihm. Und erstes Jahr kam kein Kind. Und zweites Jahr kam kein Kind. Und drittes Jahr kam kein Kind. Und sie ist zum Arzt gegangen. Und die haben gesagt, tut uns leid. Biologisch können sie keine Kinder bekommen. Zu der Frau. Tut uns leid, das ist was nicht in Ordnung. Sie bekommen keine Kinder. Zu einem anderen Arzt gegangen, dasselbe gesagt. Wusste sie nicht, wusste der Mann nicht. Sie haben sich geliebt. Aber sie bekommen keine Kinder. Da hat, ja, war ein großer Schock für beide. Und die haben dann erstmal den Schock überwunden. Und dann hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, du bist so ein lieber Mann, ich möchte dich nicht verlieren. Ich möchte, dass du eine andere Frau heiratest. Aber bitte behalte mich. Bitte lass dich nicht von mir scheiden. Ich weiß, du liebst Kinder. Ich weiß, diesen Wunsch, den habe ich auch. Aber so ist es Qadarullah. Ich bin krank, wusste ich selber nicht. Sonst wäre es ja Betrug gewesen. Aber dann hat der Mann gesagt, ja, ich bin einverstanden. Bitte such du mir die Frau. Da hat die Frau ihr eine andere Schwester, eine Freundin von ihr. Ich glaube, die war schon geschieden oder Witwe oder so. Freundin von ihr ausgesucht und sagt, bist du mit ihr zufrieden? Und dann hat dieser Mann ihre Freundin geheiratet. So. Subhanallah, Qadarullah ist so gekommen, dass dann der Mann tatsächlich mit der zweiten Frau ein Kind bekommen hat. Sehr schön. Und waren glücklich und Subhanallah, haben gut miteinander gelebt. Soweit ich mich erinnern kann, nach mehreren Jahren ist die erste Frau von ihm schwanger geworden. Und die Ärzte haben gesagt, unmöglich, geht nicht. Aber Allah hat ihr für ihre Geduld etwas gegeben, was eigentlich organisch nicht möglich ist. Und der Bruder, der mir das erzählt hat, sagt, ich bin das Kind, das es eigentlich nicht geben sollte. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Das ist die schöne Geschichte. Und die nicht schöne Geschichte ist, dass ich einen Bruder bei VW getroffen habe. Irgendwann als Student kam
so 50, 60-jähriger Mensch, schon etwas älter. Und wie geht's dir, was machst du, woher kommst du, Tunesien, aha, interessant, ich auch. Was hast du an Kindern, hast du Kinder? Nein, keine Kinder. Und du? Da sagt der Mann, ja, ich habe ein Kind. Sag echt mal, wie alt? 2. Okay. 60? Und ein Kind, das 2 ist. Da dachte ich mir, okay. Entschuldigung, dass ich frage. Habe ich jetzt nicht verstanden. Er sagt, ja, ich war ja 20 Jahre verheiratet. Aber die Frau hat keine Kinder bekommen, also habe ich mich von ihr scheiden lassen. Und jetzt habe ich eine andere Frau geheiratet und jetzt habe ich ein Kind bekommen. Das hat mir wehgetan. Das hat mir wehgetan. Die arme Frau. Sie kann nichts dafür. Warum hast du sie nicht behalten? Musst du sie scheiden? Gibt es keine andere Lösung? Deshalb unter anderem gibt es die Mehrehe. Unter anderem, es gibt natürlich andere Gründe dafür. Aber muss das unbedingt die Scheidung sein? Diese Zahlen, die ich euch gegeben habe, sind ungefähre Zahlen. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, aber so die Richtung stimmt, die Geschichten stimmen. Barakallahu fikum. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.